Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Car Mechanic Simulator, zusammen mit Pascal als Zuschauer. Hallo. Ja, das letzte Mal ist auf jeden Fall schon mehr als ein halbes Jahr her. Ja. Außerdem hatte ich einen Spielstandverlust durch meinen PC-Umzug. Dadurch habe ich nochmal nachgespielt, sozusagen bis zu dem Kampagnenpunkt, wo wir waren. Allerdings unterscheidet sich halt das Level um ein Level, weil ich halt nicht ganz so viele Nebenaufträge gemacht habe. Ich könnte vielleicht auch aufhören, die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Und es kann auch sein, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Geld. Aber das ist auch nebensächlich sozusagen. Was ist für eine fancy Hintergrundmusik? Vom Spiel. Ist ja richtig fancy hier. Nö, die passt voll. Ich meine nach, warte ganz kurz, wie viele Spielstunden habe ich? 45 geht einem irgendwann die Musik ein bisschen auf die Nerven, da macht man sich dann eigene an, aber ansonsten ja. Bis jetzt Bell wird's gehen. Paar Spiele gibt es ja, die es schaffen, auch copyright-freie Musik zu Implementieren. immer, ne? Was machen wir hier? Machen wir Kampagne weiter oder machen wir. Nehmen wir den hier. Ja, läuft eh gleich ab. Nehmen wir den hier. Übrigens für alle, die das Spiel nicht kennen, weil wir das zuletzt vor Ewigkeiten gespielt haben, geht darum, wie dürfen wir Autos reparieren. Wir hatten jetzt schon drei Folgen, die wir mal so angefangen haben, reingespielt haben, die Mechaniken so kennengelernt haben. Aber wirklich krass weit sind wir jetzt noch nicht im Spiel. Also da wartet noch einiges vor uns, wie ich gehört habe, ne? Genau. Jetzt sind wir das Spiel auch schon mal durchgespielt, ne? Mehr oder weniger durchgespielt, ja. Ja. Ich habe noch nicht alle Komponenten durch, aber. Ja. Grundsätzlich haben wir erstmal dieses Auto hier. Wir haben einen Auftrag. Fahrzeuginfo. Ich bin natürlich auch Experte. Das heißt, wir haben auch keine bunten Oh. Markierungen oder so. Hier haben wir jetzt gerade noch Informationen, was wir gerade machen sollen, aber. Gerade bei den Kampagnenaufträgen heißt es dann, mein Auto ist kaputt, find mal raus, warum. Ja, aber das ist einfach nur so ein Routine-Ding und einfach, ja, hier, tu mal, ich brauche da und da neue Flüssigkeit. Genau, warte mal, was wollte der jetzt? Alles nachfüllen. Bremsekühler, Wischer. Da müssen wir noch nicht mal was ablassen Nee, vorher. Deckel ab und rein. Nur beim Öl muss man ablassen, aber der will ja kein Öl haben. Naja, bei der Kühlflüssigkeit gibt es auch zum Teil, dass du mal ablassen musst, einfach weil das halt so lange drin ist. Aber das Auto ist ja noch ziemlich neu, so wie mir das ja aussieht. Ich habe sie gesagt, ganz anderes Level von Fancy. Der hat das aber über Maximum gemacht. Das geht eigentlich gar nicht. Unglaublich. Das Da ist hat auch der immer andere sehr, Mechaniker sehr gut vorne hier gestammt. mit der Perspektive ist auch immer sehr gut hier. Ja. Irgendwann läuft's über. War nicht genug. Obwohl, doch, an sich schon, doch, ja. Also, wenn du weniger rein machst, dann muss der häufiger kommen, dadurch verdienst du mehr. Wir haben jetzt 83 bekommen. Dafür. Deswegen. Das mag ich am meisten. Muss man den Kapitalismus bedenken. Noch Ich würde mal sagen, Kampagne mach noch jetzt da. mal Mission wieder. So, jetzt haben wir eine Rostlaube hier bekommen. Die geht noch. Aber das ist schon ein uraltes Auto, das sieht man. Es ist älter, aber nicht uralt. Und neu lackiert wurde es, glaube ich, auch nicht. Einmal in seinem 66%. Leben. Ach nee, was ist aufdrehen? 1993. 93. Sag ich ja. Das geht doch. Hat doch Zustand wohl einer neu lackiert. 52%. Oh, guck mal. Ja. Wie leer der Motorraum ist, ne? Das soll es bei Autos ja gar nicht mehr, dass der Motorraum so leer ist. Das liegt auch daran, dass hier viele Schläuche und alles weggelassen wurde, ne? Ja. Also viele Verbindungen, ja auch gerade das Kraftstoffleitung von hinten oder so, das ist halt alles nicht mit drin. Also das ist nicht vollständig, was man hier sieht. So hier, das schwebt ja auch in der Luft. Das ist ja auch irgendwo festgemacht. Ja klar, aber trotzdem Hier die tendenziös Schläuche ist es. von der Servolenkungsflüssigkeit hier, die gehen ja auch irgendwo hin. Ja, aber Hier von tendenziös ist es so, der. dass früher einfach die Autos mehr Platz im Motorraum hatten als heute. Hier die Kühlflüssigkeit zum Beispiel. Ist ja auch alles nicht mehr drin. Die Schläuche. Weil der Kühler, der ist, glaube ich, hinüber.
Nice. Ja, okay, der will alles. Nee, das ist lange nicht alles. Das ist ein bisschen. Naja. Okay, also, das ganze Auto kann man im Spiel ganzes Auto ja wirklich auf die einzelnen Einzelteile zerlegen. Deswegen. Ja. Also kannst du wirklich alles abbauen. Alles wechseln außer Wischerflüssigkeit. An Flüssigkeiten. Ansonsten müssen wir den Motor ein bisschen auseinandernehmen. Außerdem im Sicherheitskasten zwei Relais austauschen. Sicherungskasten heißt der, wie heißt der? Egal. Zündkerzen, Zündrahmen, Zündkabel, Zündrahmen, genau. Zahnriemen und Zündkabelsatz einfach mal vertauscht. Ja, also grundsätzlich ist das ist der Motor, die Kraftstoffpumpe. Ja. Aber in dem Beschreibungstext steht auch drin, dass der Typ, dass der es da gefahren ist, also dass es lange stehen lassen hatte, dann gefahren ist, plötzlich einfach ausgegangen, das Auto, und ging nicht mehr. Ja, da, dafür ist ein bisschen sehr viel kaputt, würde ich behaupten wollen. Kaputt? Boah, kühler halt, ne? Das überhitzt das Auto. Ja, ja, so viel wie der, Kraftstofffilter auch, ja. Alle Sachen, also bei dem es am Motor, vor dem Motorraum wahrscheinlich alles kaputt, einfach, das Gefühl. So, ein Wischer muss nur nachgefüllt werden. Nur direkt einmal. Machst du eigentlich zuletzt. Aber mit Wischer geht's. Ja. Öl. So, war Öl auch? Ja. Okay. Ne, wenn wir den Motor auseinanderbauen, dann ist es sowieso besser, wenn du dich mit Öl noch rauslässt vorher. Ja, stimmt. Nicht, dass am Ende noch das gesamte Öl ausläuft oder so. Da kommt die braune Schlonze raus. Wobei das geht. Das geht noch. Hast du ein schlimmeres Öl im Spiel gesehen? Ich habe ein schlimmeres Öl gesehen, ja. Es gibt später so Scheunentickets. Da kannst du in so eine Scheune gehen, wo einfach so alte Stücke von Autos liegen. Also wirklich Stücke. Da sind dann so 5 Teile drin oder so. Ja, das neues Auto bauen. Ja, so ungefähr. Also das kannst du dann halt auch kaufen und das dann machen. So, kühler Typ C, das ist doch der hier, oder? Aber noch dürfen wir uns mit zufrieden geben, dass wir einfach nur Autos von Kunden separieren. War das jetzt der kühler Typ C? Ah, guck mal, eine Kiste. Ui. XP. Yay. Kühltyp C. Ja, das ist der. Wie viel Mist hast du hier drin? Willst du nicht immer wegmachen oder kannst du schon reparieren? Nee. Nee, ich glaub noch nicht. Vor allem alles Rote kannst du nicht mehr reparieren. Ah, okay. Warum hast du so viele Gummilager? Von denen hier? Da hab ich ja, brauchst du so viel, hab ich auf Vorrat gekauft. Ah, okay. So, da, bei den gelben, da kann man nochmal überlegen, ob man die vielleicht mal irgendwo einbauen kann. Gerade bei den Kampagnenaufträgen hier, 74%, da könnte ich zum Beispiel die Zündspule hier nochmal einbauen, weil die hat 79% hat. So, wo sind die Schrauben, Pascal? Wo sind die Schrauben? Wenn du von oben drauf schaust, da hast du doch solche Ritzen da, links und rechts an den Seiten, Einstülpungen, da sind Schrauben. So. Wir mussten austauschen. Nockenwellenrad. Wir bauen es erstmal auseinander. Oh. Auch wenn hier schon einiges verrostet ist am Motor. Oh Gott, wie war denn da die Reihenfolge? Ja, das auf jeden Fall. Von random irgendwas rausgeschraubt. Das war Servolenkungsbälte. Ja. Erstmal alle Schrauben irgendwie raus. Also auseinandernehmen und dann weiterschauen. Abgasrohr. Hier, also eine von den Zündspulen war auf jeden Fall. Ah, guck mal, hier sind die Zündkerzen. Ja, nee, die möchte ich nicht mehr weiterverwenden. Nee. Ich glaube, die zünden nicht mal allzu viel. Mich wundert, dass der überhaupt noch angegangen ist. Ja. Die zünden echt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Deswegen ist der wahrscheinlich auch mal ausgegangen, weil die einfach keine Funk mehr gegeben haben und somit
der Motor lieber weiterlaufen konnte, weil das Benzin nicht entzündet wurde. Wo sind die Schrauben? Ach, lol. Ja, unten. Das ist jetzt auch noch einen halben Motorblock. Nee, weil das geht natürlich nicht, weil... Ah, guck mal, hier, da muss man anfangen. Nee, da ist der Riemenspanner noch dran. Das ist eine Umrenkrolle. Jetzt ist das Ding? Ja, okay. Ja gut, jetzt kannst dadurch war es nicht mehr gespannt. Die Riemen rausnehmen. So, das ist, glaube ich, die Lichtmaschine. Ah, nee, das ist da unten ist die Lichtmaschine. Das ist eine Wasserpumpe oder so. Ich brauche nicht mehr alles im Kopf. So, das war die Lichtmaschine. Seht, Tobi ist Autoreparatur-Profi. Ja, total. Du hast halt noch Motor rauszureißen, geht aber nicht mal noch irgendwo festgeschraubt und schaut noch, was er noch weiter weg machen muss. Ach man, erst den Spanner. Erst den Spanner. Was ist denn so lustig? Ja, der Spanner. Okay. Oh Gott, ey. Der Tag war schon zu lang für mich. Kraftstoffpumpe, die ist da hinten. Nehmen wir die auch mit. Immerhin müssen wir keinen Kraftstoff aufpumpen, das wäre ziemlich teuer. Aufpumpen, auffüllen. Auffüllen. Na, bei den heutigen Spritpreisen ja. Kupplungsscheibe, die ist hinterm Getriebe. Das Getriebe müssen wir, glaube ich, auch auseinandernehmen. Ja, aber dafür müssen wir DS1 hochfahren. Mhm. Bäh, bäh. Das Gefühl kommt noch von unten. Den annehmen. Anlasser müssen wir mal vorher rausbauen. So, wieder krass, wie viele Einzelteile in so einem Auto drin stecken, wie viel da zusammenwirkt. Du überlegst, bei anderen Fahrzeugen, wie Schiffen oder Zügen, wird das ähnlich sein. Also das ist immer krass, wie viel dahinter steckt an Technik. Was ist denn jetzt welches Relais? Ja, dann keine Beschriftung, ne? Der Moment, wo man sich überlegt, ob es doch zu schlau war, auf Experte zu spielen. Weil in einfachen Spielmodis kriegt man angezeigt, welches Teil es ist, wenn man drauf habert. Aber in Experte kriegst du nicht mehr angezeigt. Und kriegst du auch nicht, dann leuchtet auch nicht das, was du noch rausmachen musst, weil... Wenn in einfachen Modis, dann ist es dann so... Dass du halt eben einfach dann, wenn du was wegmachen willst, dann kommt nicht nur dieser Sound, den Tobi jetzt mal bekommt, sondern auch leuchtet, was du vorher wegmachen musst. Das darf Tobi aber jetzt alles auch selber raussuchen, ne? Okay, einen kleinen Fehler habe ich. Ich habe das Typ C mit Typ Dings verwechselt. C mit A. Halt, nein. I. Da, die beiden sind's. Mhm. Okay, war auch was mit der Lüftung? Lüftung? Nee, wer ist das? Luftfilter? Die vier Zündkerzen, Zündkabelsatz, Relais-Typ B, ach, lol. Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnring, Zündkabelsatz. Okay, ich würde sagen, wir schauen das mal. Es kann sein, dass wir gar nicht mehr weiter auseinanderbauen müssen. Wenn wir das jetzt na, wohl doch machen, müssen wir auseinandergenommen haben, ja, aber weiter schnell noch immer. So, warte, wir gucken erstmal rein. Einkaufsliste. Das brauchen wir. Ich muss auch feststellen, im Auto ist einfach alles kaputt. Nee, nicht alles. Also, fühlt schon. Spinnkabelsatz, Kühler. Ich hab jetzt einiges zu viele auf der Liste, aber egal. Relais sind Elektronik, das ist nicht mit hier drauf. In dem Shop. Riemenspanner, jo. Umlenkrolle. Wasserpumpe. Bei der Wasserpumpe bin ich mir nicht mehr sicher, ob das damit ist. Anlass, ach, das ist auch alles bei Elektronik. Warte mal, ich da mal weg hier. Umlegrolle, Keilriemen, Wasserpumpe, Anlasser, Kraftstoffpumpe. Ja, die ist noch mit hier. Nockenwellenrad. Noch ein anderer Keilriemen.
Kraftstofffilter, Zündkerze sind auch bei dem anderen. Und der Zündkabelsatz auch. Das heißt einmal Shop wechseln. Elektronik. So, Relais Typ A, Relais Typ B. Ist das Pumpe? Ach, die habe ich schon, ne? Anlasser. Ach so, eine Wasserpumpe mal eben so 200, ne? Naja. Ich glaube, der wird sich aber auch dumm und dämlich zahlen am Ende. Der zahlt, das ist ein Kampagnenauftrag. Aber der zahlt ordentlich. Für das Ganze, was du da neu machen musst. Der wird ordentlich. Nimmst da ja einen halben Motorblock auseinander. Ne, warte mal. Erstmal müssen wir ja noch. Ich soll das mehr so machen, dass ihr auch seht, was ich hier mache. Wäre hilfreich in dem Let's Play. Jetzt muss ich irgendwie da hinten hinkommen. Okay, geht nicht. Das liegt einfach daran, dass es das Ding hier, die Kurbelwelle ist. Na komm, wo ist die letzte Schraube? Noch hier eine? Nö. Sucht, wo ist die Kurbelwelle noch angeschraubt? Wo ist sie noch angeschraubt? Ah, hier ist noch was fest. So. Jetzt war's weg. Da. Nehmen wir das Getriebe raus. Da ist eine Schraube. Da brauchen wir einmal W4. W4. W04. Ich hab den Namen nie gelesen. Auf jeden Fall, das Ding war Schmiermittel. Was die Schrauben rutschig macht. Dass sie nicht festklemmen, wenn sie frostet sind. So, da haben wir die Kupplungsscheibe. Können wir schon mal X drücken für die Liste. Ich frage mich gerade, brauchen wir einen neuen Ölfilter? Und ich weiß nicht, ob das die Dings okay war. Wie heißt das? Wie heißt denn das Ding, was direkt da dran war? Ausdrück, Lager. Ja, keine Ahnung. Das schaut mir nicht gut aus. Nö, müssen wir es machen? Ja. Ausrück. So. Jetzt können wir schon wieder zusammenbauen. Würde ich sagen. Hey. Und guck mal noch. Schau, ob du irgendwas vergessen hast am Ende. Ja. Schlüssel, was müssen wir da nochmal machen? Ja. Das Auto einfach nochmal auseinandernehmen. Level 5, yay. Kardanwelle, so heißt das Ding. Ich guck, wie habe ich es genannt? Kurbelwelle oder? Naja. Ich habe irgendeine Welle, die unten lang läuft. Die halt die das Drehmoment von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, je nachdem wo der Motor ist. In der Regel vorne. Ja, der Motor ist vorne und die hinten Antrieb. Das dafür richtig. Ist die Kardanwelle. Ja. Da haben Autosholzer ja meistens Heckantrieb. So, guck mal, das hier können wir zum Beispiel nicht. Wieso können wir, seit wann kann man das von unten auch dran machen? Spannerei. Realismusoptimierung oder so. Okay, das können wir nur von oben machen. Zugang vom Motorraum steht dann da. Man muss von unten einfach in den Motorraum reinkrabbeln. Mit einbauen in das Auto. Nicht mit einbauen, ja, am besten. Na, wenn du von unten reinkrabbelst, dann die ganzen Teile reinmachst, irgendwann kommst du mehr raus, weil du dich eingebaut hast ins Auto. Ey, guck mal, wie geil das denn aussieht jetzt. Das können wir auch wieder reinmachen. Lenz und das Nagel neu wieder. So, Wasserpumpe, Lichtmaschine. Abdeckung. Ist nicht so fancy, aber geht noch. Die Umlenkrolle dran. Wieso habe ich zwei Umlenkrollen? Das ist nicht gut.
Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Ölfilter. Okay, den müssen wir noch ersetzen. Und die Zündkarte. Ja, okay. Also ich habe alles jetzt erkannt. Das war unnötig, das abzubauen. Haben nur abgebaut, was konnten. Nee, ich dachte, vielleicht sind da ja noch mehr Zündkerzen. Hm. Und bei einem Viertakter kann man auch 4 Zündkerzen erwarten, ne? Ja, ja, ja. Nicht 4 Takte, aber im Vierzylinder. 40 Takte ist heute alle Motoren. Also 2 Taktmotoren findest du heute ja noch selten, aber. Ne, ich meinte, bei einem mit 4 Zylindern, da erwartet man noch 4 Zündkerzen. So, machen wir uns Zündkurbel. Abdeckung. Strom anschließen, Zündkabel. Dann haben wir die hübsche Abdeckung mit den Rostflecken drauf. Die Plastikabdeckung mit Rostflecken, ja. Ja. Nee, es ist kein Plastik. Das wäre ja zu warm für Plastik, würde ich mal so behaupten, oder? So angeschmolzenes Plastik im Motorraum. Nach der ersten Fahrt so. Wer hat mein Auto aus Plastik gebaut? Oh Gott. Kraftstoffpumpe, der Ölfilter. Und dann müssen wir von oben drauf gucken. Und die Relais. Halt. Relais A und Relais B. Relais bitte nicht. Dann brauchen wir noch eine Kraftstoffpumpe. Habe ich die nicht gekauft? Ölfilter war es, was fehlte. Ja, Kraftstoffpumpe auch, aber die habe ich, glaube ich, gekauft. Ja, habe ich. Beim Ölfilter wäre noch die Frage, was für ein Ölfilter. Da ist auch jeder Motor seinen eigenen. Muss man nachschauen. Habe ich noch so einen? Man kann es probieren, ob der zählt. Das war, glaube ich, von einem Auftrag. Ach nee, Mist. Nee, die müssen ja alle über 74 sein, wenn der nur 65 hat. Ja, Toleranz und so. Die meisten haben tatsächlich diesen blauen. Hm. Außer gesehen, die fetten Dinger. Es sind noch einige andere Ölfilter. Es sind noch ein paar andere Farben. So. Was wären noch die Flüssigkeiten? Teile verkaufen, alles unter 20, bitte. Ich finde, das leuchtet so schön, als wäre es so ein bisschen verstrahlt. Die verstrahlte Servolenkflüssigkeit. Das sieht auch nicht gesund aus, aber. Okay, nein. Die Kühlflüssigkeit sieht ganz und gar nicht gesund aus. Die sieht eher verstrahlt aus. Gut, das sieht aus wie so eine Motorschmiere halt. Fein damit. Ah, und stimmt, Öl brauchen wir ja auch noch. Das hat man ja abgegossen. Schauen wir mal, wo ist denn dieses gelbe Ding? Da. Was für ein gelb? Da. Ja, ein bisschen kann noch. Na. Wir können wollen ja sparen. Wir wollen ja sparen, Tobi, ne? Eben. Zack, 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 zack. Gut. Ja. Da können wir beenden. Irgendwas Interessantes noch, nö. Aber gut, die Typen haben mich zur Werkstatt geschätzt. Schau mal, was du machen kannst, um es wieder zum Laufen zu bringen. Keine Ahnung, was passiert ist. 6-monatige Stilllegung, einwandfrei funktioniert vorher. Boah. Kann ich mit deiner Toilette nutzen? War auch die letzte Frage. Auf die wollte ich jetzt nicht eingehen. 2300 haben wir bekommen.
Und damit haben wir, am Anfang der Folge hatten wir 6000. Bei 80 von dem auf, bei dem einen Auftrag und jetzt nochmal, boah. Ist rein das, und was wir plus gemacht. Der Typ auf Toilette war, hat sein Auto neu gemacht. Hier kann man einfach das Radio einstellen. Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Radiosender gibt. Das sind Features, die hat man gebraucht im Spiel. Bei den anderen habe ich noch nicht geschaut, ob die Copyright frei ist. sonstige Aufgaben? 25% mehr Credits? Das nehmen wir. Ach du Heilige. Der war schon lange mehr in der Autowäsche. Rost. Wir haben übrigens auch so ein Dings hier. Das ist eigentlich, glaube ich, Innenreinigung. Mhm. Interieur, ja. Kostet 200. Machen wir nicht. Ja, kann sein Interieur selber aufwerten, aber. Das leben wir nicht eigenwirtschaftlich. Bremse, kühle Servo. Na, wieder nur Flüssigkeiten. Ganz, ganz krass. Sonstige Aufgaben halt. Junge, das kannst du nie so voll machen. Kann er schon. Hast du ja gesehen, er hat's gemacht. Warte, was fehlt noch? Da. Das Servo wird auch noch haben. Ich sehe die Anzeige nicht. Ja. Hat auch mal 13 gekostet, oder? Also etwa ja. 40 haben wir. Oh. 49 Kredits. Dafür bekommen. Beziehungsweise 50. Oh. Boah. Aber an dem Punkt würde ich auch die Folge beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Übrigens, wir nehmen noch ein paar weitere Folgen auf, aber die kommen erst in ein paar Wochen dann. Weil wir nehmen jetzt die ganzen Projekte, die jetzt diese Woche kommen, jetzt zu unserem zweijährigen Kanaljubiläum. Die ganzen Projekte, die kommen dann die nächsten Wochen dann auch noch immer montags halt eben zu unserem regulären Sendeplatz für sonstige Projekte. Das nur kurz als Hinweis. Jo. Genau, aber bis dahin. Tschüss. Tschüss.